Hey, hey du. Ja, du. Hast du es auch satt, klein und schmächtig zu sein, von keinem beachtet zu werden und nur für die Jobs der Geringverdiener ausgenutzt zu werden? Dann schau dir ihn an. Er hat alles und weißt du wieso? Weil er bereit ist. Statistisch gesehen werden Leute, die muskulöser sind, bevorzugt. Frauen lieben solche Kerle. Ihr bekommt Sponsorings, obwohl ihr nicht mehr auf YouTube, Twitch oder anderen Plattformen aktiv seid. Ihr lebt mindestens 200 Jahre. Du willst das auch? Dann komm in die Gruppe, kauf mein Programm und ich bringe dich mit diesen Supplements zum Erfolg. Scheiße, war das unangenehm, ey. Das war richtig i. Nee, das mach ich nie wieder. Oh, i. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass das gerade eben nur ein Spaß war. Jeder ist natürlich in Ordnung, so wie er ist. Ob er dick ist, dünn ist, schlau oder doof, reich oder arm, ist scheißegal. Solange ihr mit euch zufrieden seid, seid ihr super, so wie ihr seid. Die Person soll euch mögen, so wie ihr seid und nicht irgendwie einem Idol hinterherrennen, was es gerne hätte. So, heute wurde das Video auch von der Person vorgeschlagen. Ich weiß sogar noch, wo sich der Kommentar befindet, aber ich weiß nicht mehr, wie die Person heißt. Aber hier blende ich euch mal den Kommentar ein. Heute geht es um Supplementierung. Dafür klären wir, was bedeutet Supplementierung, wozu supplementiert man, welche Inhaltsstoffe sollte mein Präparat enthalten, wie viel sollte man supplementieren in der Woche, das heißt, wie viel Vitaminpulver sollte man zusätzlich die Woche benutzen. Dann sprechen wir auch noch über Selbstmischung, ja, von diesen Sachen. Und ganz am Ende zeige ich euch, wie ich das mache, auch mit so ein bisschen, ne, mit Insekt, mit Döschen und Einpudern und dem ganzen Spaß. Damit haben wir hoffentlich dann heute alles zum Thema Supplementierung abgedeckt. Fluse. Fangen wir an mit dem Bereich, was bedeutet überhaupt Supplementierung? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, denn Supplementieren bedeutet nur, dass man das Futtertier, bevor man es verfüttert, in eine Art Pulver wälzt, sage ich jetzt mal. Dieses Pulver ist ein Vitaminpräparat, das das Tier zusätzlich mit Nährstoffen versorgt. Das Supplementieren ist eine entspanntere Alternative zum Gutloading. Gutloading bedeutet, dass ihr vorher das Futtertier abwechslungsreich füttert, damit es alle möglichen Vitamine enthält und Nährstoffe enthält für das Chamäleon. Denn wie ich auch schon damals beim Futtertierzüchten-Video gesagt habe, frisst alles, was das Insekt frisst, auch am Ende das Chamäleon. Deswegen machen das manche über das Gutloading, dass die Heuschrecken oder Heimchen abwechslungsreicher füttern, damit die halt mehr Nährstoffe haben. Aber die einfachere Variante ist halt das Supplementieren, indem das Insekt einmal bestäubt. Ne, und dann anschließend dem Chamäleon verfüttert. So, kommen wir schon zum Punkt, wozu supplementiert man? Hierzu sei gesagt, dass es für Chamäleons sehr wichtig ist, UVB-Strahlung zu bekommen. Dadurch bilden die Tiere Vitamin D3, welches den Einbau von Kalzium in den Knochen ermöglicht, welches die Knochen dann stärkt vom Tier. Ja, dass sie halt nicht so brüchig sind. Da euer Terrarium aber meistens drinnen im Zimmer steht und das Tier nicht oft in die Sonne kommt und die Strahlung der UVB-Lampe auch nicht immer auf dem gleichen Stand bleibt, wird das Chamäleon noch zusätzlich supplementiert, damit es über lange Zeit auch gesund bleibt. Denn laut einer Studie, die an Chamäleons getestet wurde, erlangt man durch eine Kombination durch UVB-Strahlung inklusive Supplementierung das bestmögliche Gesundheitsergebnis für euer Chamäleon, um Rachitis vorzubeugen. Rachitis, wer es nicht kennt, dem blende ich jetzt hier mal so einen kleinen Wikipedia-Ausschnitt ein. Ich glaube, meines Wissens betrifft das die Knochenstärke für Chamäleons, aber da könnt ihr euch das mal kurz durchlesen, beziehungsweise auch mal selber dann nachschauen, wenn euch das genauer interessiert. Jetzt wissen wir aktuell, okay, supplementieren ist eine wichtige Sache. Andererseits wissen wir aber nicht, was kann man denn supplementieren überhaupt? Was ist überhaupt wichtig für das Tier? Hierbei habe ich euch natürlich, ich lasse euch natürlich nicht alleine auf dem sinkenden Schiff, kein Problem. Wichtig sei schon mal vorweg zu beachten, dass die Vitaminpräparate nicht nur Vitamine enthalten. Neben Vitamin A, B, C, D, E und K sollten sie auch Spuren von Selen und Jod enthalten. Wer denkt, flüssig zu sein ist eine gute Sache, der liegt beim Vitaminpräparat leider falsch, denn hier ist es von Vorteil, ein trockenes Präparat zu benutzen, da dieses leichter in dünnen Schichten am Tier klebt, da man das Chamäleon natürlich auch nicht zu voll stopfen möchte, was das Vitaminpräparat angeht, ne? Deswegen Vitaminpräparat schön in Pulverform bestellen bzw. kaufen, damit das Tier halt nur leicht beschichtet wird und nicht halt quasi wie in so einen Honigtopf einmal getunkt wird und dann hat es da Unmengen an Präparat an sich. Auch ein wichtiger Punkt, warum man kein flüssiges Vitaminpräparat nehmen soll, ist, dass sich die Vitamine unterschiedlich schnell in den Flüssigkeiten auflösen und deswegen kann es sein, dass dann diverse Vitaminarten draufstehen, ja, aber nur eine gewisse Anzahl an den enthaltenen Vitaminanteilen am Tier ankommt, da sie sich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig aufgelöst haben. Beim Bestäuben der Futtertiere mit Pulver sollte man darauf achten, dass das Pulver gut an die Tiere haftet. Hierbei wichtig, ja, nicht die Tiere vorher nass machen und dann durchs Pulver rollen, weil dann habt ihr das gleiche Ergebnis, was
es auch bei den Flüssigsupplementierungen gibt. Hier dann einfach, wie gesagt, Pulver ein bisschen in so ein Gefäß tun, das Futter dir reintun, leicht schütteln, ne, dann nicht das Viech jetzt hier irgendwie töten, indem wir das halt zu Tode schüttelt, sage ich jetzt mal, sondern leicht schütteln, dann sollte genug am Tier dran kleben. Dann seht ihr auch schon so eine leichte Schicht. Aber das zeige ich euch einfach am Ende nochmal, wie ich das mache. Dann müsstet ihr eigentlich auch den perfekten Einblick dafür haben. Kommen wir auch schon zum Punkt, wie viel und beziehungsweise wie oft sollte ich meinem Tier Vitaminpräparate die Woche geben. Vorweg sei schon mal gesagt, es gibt laut aktuellem Datum, also heutigen Tag beziehungsweise Tag der Recherche, das ist immer so ein, zwei Tage vorher, beziehungsweise könnt ihr jetzt sagen, das ist eine Woche vorher passiert, habe ich keine Studie gefunden, die besagt, so und so viel sollte man füttern. Ja, es gibt Leute, die sagen, diverse Anteile von diversen Proteinen sollte das Tier über die Woche her bekommen. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass es keine wirkliche Studie gibt, die besagt, so und so viel Proteinpräparate sollte das Tier wirklich über die Woche erlangen, damit es halt optimal lebt. Das soll ich jetzt aber natürlich nicht von dem Thema Vitaminpräparat abschrecken, denn eigentlich sind bei EU-gefertigten Vitaminpräparaten für Reptilien die Verzehrempfehlung, sage ich jetzt mal, die unten drauf steht, relativ gut. Wenn da drauf steht, keine Ahnung, 2 bis 3 Mal die Woche geben, beziehungsweise das Futtertier leichter mit bestäuben, dann sollte das auch eigentlich ausreichen. Also bei in der EU gefertigten Vitaminpräparaten kann man da ruhig auf die Verpackungsbeschreibung vertrauen, da diese eigentlich meist von seriösen Firmen kommt. Sag ich jetzt mal. Ne? Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber in der Regel kann man eigentlich immer darauf vertrauen. Eine andere Sache ist, ihr fahrt mit dem Vitaminpräparat natürlich zum reptilienkundigen Tierarzt. Der kann euch das dann sagen, beziehungsweise auch, wenn er selber Erfahrungen damit gemacht hat, auch euch mitteilen, wie viel ihr supplementieren solltet, wie viel auch nicht. Ne? Das kann dann der vielleicht auch besser entscheiden als ein Neuling, sag ich jetzt mal. Ob ihr der Produktbeschreibung trauen könnt oder nicht, könnt ihr ganz einfach feststellen, wenn ihr prüft oder beziehungsweise kontrolliert das Moment, die Herstellung nach EU-Gesetzgebung für Erzeugungsfuttermittel erfolgt ist, ja? Wenn das da steht, dann könnt ihr eigentlich der Produktbeschreibung vertrauen. Es geht heute wieder Schlag auf Schlag. Wer sich jetzt denkt, okay, eventuell kann es ja passieren, dass wenn ein externer Konzern sich das Futtermittel für mein Kabinett zusammenmischt, kann es ja sein, dass sich ja irgendwelche falschen Zusammensetzungen entstehen, ja, was eigentlich nicht sein darf, aber ich habe Bock, mir meine Mischung selber zu kreieren. Keine Panik, ja, ich habe euch, also das ist auch, wer sich dafür interessiert, ist auch eine coole Nummer, nur da muss man natürlich ein genaueres Auge auf das ganze Prozedere haben, denn Vitamin ist nicht gleich Vitamin. Zum Beispiel, wenn das Kameleon Vitamin D3 benötigt, heißt es auch, das Kameleon benötigt Vitamin D3. Ja, wenn ihr euch jetzt ein Vitaminpulver holt, was nur Vitamin D enthält, kann es auch sein, dass es Vitamin D2 enthält, ja. Und das ist nicht das Präparat, was das Kameleon benötigt. Deswegen, beim Vitamin D3 Anteil für das Präparat zum Selbermischen, solltet ihr darauf achten, dass beim Vitamin D3 wirklich auch das D3 da steht. So, ansonsten kann es wer weiß was sein. Die wohl wichtigsten Präparate sind, laut meiner Erkundung, wenn ich da falsch liege, bitte gerne in den Kommentaren berichtigen, muss ich jetzt leider lesen, denn laut Studie von Hobie ETAL, Punkt, keine Ahnung, von 2010, soll die tägliche Supplementation von 250.000 IE, das steht für internationale Einheit, Vitamin A pro Kilogramm sein. Ja, das heißt, ihr braucht 250.000 internationale Einheiten Vitamin A pro Kilogramm Körpergewicht eures Chamäleons. Ne? Klar, die Chamäleons, außer die richtig großen, wiegen selten mehr als ein Kilo. Deswegen könnt ihr das dann auf Gramm einfach runterrechnen. Und zusätzlich zum Vitamin A soll auch natürlich das Vitamin D3 mit 25.000 internationalen Einheiten pro Kilogramm dazu gemischt werden. Ja, diese Kombination eignet sich wohl laut dieser Studie am besten, um Rachitis vorzubeugen bzw. sie ganz auf Null zu reduzieren. Wer sich jetzt denkt, okay, diese ganze Mischerei mit internationalen Einheiten und dann auch pro Kilogramm ist mir alles viel zu aufwendig, dem habe ich auch noch was hinzuzusetzen. Und zwar gibt es eine Studie, möchte ich jetzt mal behaupten, von Boyer and Scott. Ja? Diese empfehlen ein Verhältnis von ca. 10 zu 1 bezüglich Vitamin A und Vitamin D3. Dies wird schon mit vielen, auch wenn nicht allen Vitaminpräparaten schon so umgesetzt. Na, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt von Kilogramm in Gramm umrechnen und so eine Scheiße da, dann ist euch das auch zu empfehlen, dies dann 10 zu 1 im Verhältnis von Vitamin A zu Vitamin D3 zu tun. So, damit war es es auch eigentlich schon mit meinen Supplementierungsinformationen. Jetzt möchte ich euch nochmal gerne zeigen, wie ich persönlich das mache, ne, damit ihr einfach mal so seht, wie man das am besten tun kann, beziehungsweise auch eine Variante seht, wie man das tun kann. Und zwar braucht ihr nichts anderes als einen Behälter.
euer Vitaminpräparat, welches noch auf war. Scheiße. Egal. Und einen Freiwilligen. So. Ihr nehmt jetzt euer Gefäß, macht es auf, nehmt eure freiwillige Testperson, tut es hier rein. So, macht vorsichtshalber den Deckel drauf, nicht, dass es wieder rausspringt. Nehmt dann euer Vitaminpräparat, macht dieses auch auf, gebt dann eine vernünftige Menge in das Glas hinein. Ja, da ist es dann auch, natürlich nicht zu viel nehmen, aber schon eine ordentliche Menge, damit es erstens gut daran haftet und zweitens kann auch nicht zu viel am Tier dranbleiben, da es ja nur eine bestimmte Kapazität am Körper hat. Ja, deswegen da immer gucken, dass ihr nicht zu viel benutzt, weil eigentlich sollte das nicht zu schnell leer gehen. So, ihr habt euer Tier drin, schüttelt da rein. So, sollte reichen. Jetzt macht ihr den Deckel wieder drauf. Wobbelt das ein bisschen rum. So, und ihr seht, komm mal ran. Komm, hey jetzt. Ihr seht, das Tier hat einen leichten Pulverfilm auf sich. Ja, dieser reicht voll und ganz aus. Hättet ihr das Tier jetzt vorher nass gemacht, wäre dieser Pulverfilm viel zu groß. Und wenn ihr das Tier auch vorher nass macht und das danach nicht reinigt und das Chamäleon sollte das Tier nicht fressen, kann es auch sein, dass es dann daran erstickt, da sich dann die Poren zusetzen und das Tier nicht vernünftig atmen kann. Aber im besten Fall sollte das Tier dann danach so aussehen. Das hat einen leichten Film drauf, wenn ihr es mit dem Finger drüber geht. Hier seht ihr, das geht alles ab, ne, im Vergleich zur anderen Seite. Und so sollte das Tier dann am besten aussehen. So, das verfüttere ich jetzt nochmal kurz und dann sehen wir uns gleich zur Abmoderation wieder. Bis gleich. Achso, hierzu sei natürlich noch gesagt, ne, ich nutze zum Beispiel Corvimin. Das habe ich von meiner Tierärztin empfohlen bekommen. Dieses soll ich auch laut ihrer Angabe ein- bis zweimal die Woche verfüttern, beziehungsweise noch zusätzlich mit das Tier präparieren. Und damit fahre ich eigentlich schon seit langem sehr, sehr gut. Ja, also Murphy geht sehr gut. Mein vorigen Chamäleon, dem ich das Präparat auch gegeben habe, ging es auch sehr gut. Ist an Altersschwäche gestorben und hat sogar ein halbes Jahr länger als erwartet gelebt. Das fand ich echt cool. Also so kann ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden mit den Angaben bzw. mit den gesundheitlichen Ergebnissen von meinem Chamäleon. Nichtsdestotrotz war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Ich habe mir natürlich die Kommentare der letzten Folge zu Herzen genommen und gehe so ein bisschen meinen eigenen Weg, was die Videolänge angeht. Ich habe jetzt auch alle möglichen Informationen herausgesucht, die ich so finden konnte bezüglich der Themen, die ich gerne ansprechen wollte. Da bin ich auch sehr mit zufrieden, muss ich sagen. Ich habe eigentlich zu allem so ein bisschen gesagt und eigentlich dürfte es da jetzt gar keine Fragen mehr zu geben. Sollte es dennoch Fragen geben, da ich auf manche Sachen nicht ausreichend genug eingegangen bin, könnt ihr dies auch gerne in den Kommentaren erwähnen, dann werde ich euch da dann antworten bzw. irgendwann mal ein gesondertes Video dazu machen. Wenn ihr Verwandte, Bekannte, Freunde oder sonstige Art und Weisen habt, die sich für Chamäleons interessieren, könnt ihr natürlich gerne das Video zeigen. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr mehr Bock auf Chamäleon-Content habt, könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis dann, macht's gut. Tschüss! I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far.